Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout 4. Wir gehen heute in Chunkhouse Shamrock, um die Braumaschine zu finden. Ja, und auf dem Vorplatz haben wir uns ja schon so einige Raider erwartet. Das heißt, es wird hier wahrscheinlich nicht anders sein. Gehe ich einfach mal von aus. Und wenn hier schon so viele Fallen sind, das war falsch. Du könntest denken, das wäre ein Gegner. Oh Mann, hoffentlich sind es nicht wieder wilde Gute. Mach Schluss, Jungs, da ist nichts. Jo, da will ich auch sagen. Ganz viele Zigarren, eine brennende Zigarre. Schachtelzigarette. Niemand. Mhm. Die ganze auf. Oh. Upsala. Oh, hier kocht wieder jemand so geil mit Zwiebeln und so. Und mit Lauch riech ich. Hm. Regung wegen nicht schön. Bring dir Zigarette, Hilfe! Okay? Naja, Piper macht erstmal, ne? Ich guck hier mal so was zur. Jetzt bin ich wütend. Echt? So, Tachchen. Na. Jetzt aber. So, der hat nichts. Das ist. Wieso? Er war doch vorher da auch nicht. Da hat er das reingeworfen. War er so intelligent und hat das da reingeworfen? Irgendwann wirst du nachladen müssen, Arschloch. Ich hab schon nachgeladen, Arschloch. Ist das eine Tür? Ich werfe erstmal hier durch. Instapure. Eine Aluminiumdose. Kram. Oder Quam. Ist nicht mein erstes Feuergefecht, du Penner! Nee, meins auch nicht. Dann sind wir ja gleich auf. Die mussten ja scheinbar wirklich alles aufheben. Naja. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Komm schon, du harter. Sieht mir kein Tag älter als 199 aus. Ja. Würde ich auch sagen. Das erinnert mich gerade übelst an Fallout New Vegas. Ich hatte das Gefühl, da wäre eine Bombe gewesen. Deswegen habe ich kurz gewartet. Na toll. Wir sind hier nicht allein. Ach echt? Wow! Du hast dich da echt wacker geschlagen, Blue. Was ist denn hier wieder los? Pass auf, da wird noch mehr am Boden lauern. Meine Güte. Nukleares Material. Ich auch. Schlüssel zu Shamrocks Schrank. Und Patrick's Terminal. Der Patrick's, wir wissen es nicht. Eigentum des Chunkhouse Shamrock. Aufzeichnung der Experimente. Notizen zum Bau des Saufkumpan. Dichtung. Verdammt, das ist der dritte Satz Dichtung, der in dieser Woche geplatzt ist. Das ganze Scheißding ist wieder voll mit Maischewasser. In der ersten Charge läuft es immer ganz wunderbar. Aber wenn man alle paar Tage das Chassis öffnen muss, um die Dichtung auszutauschen, wird niemand sowas kaufen wollen. Hm, ich frage mich, ob die Kulturen aufgrund der Blitzgärung mehr Hitze speichern. Das könnte die Ursache des Problems sein. Ja. Investor. Ich habe das Design überarbeitet und den Wärmetauscher versetzt, sodass die Spulen um den Abfüllungssiphon herumlaufen. Damit scheint es zu funktionieren. Die Dichtung schmelzt nicht mehr und das Bier wird beim Abfüllen gekühlt. Eiskalt, jedes Mal. Einer meiner Kunden hat mich außerdem auf einen möglichen Investor hingewiesen.
Jack West, der Geschäftsführer des Hotel Rexford aus der Höhle der Löwen, hat anscheinend gerade was geerbt und könnte das Geld springen lassen, das ich brauche, um mit dem Saufkumpane Produktion zu gehen. Er hat sich mit den Bedingungen einverstanden erklärt, wenn er seinen einen Monat lang den Prototyp im Hotel laufen lassen darf, um für ein bisschen Presserummel zu sorgen. Aha, aha. Rezepte. Mr. West ist auf ein kleines Problem gestoßen, da das Hotel laut Vertrag nur Gwinnett-Bier ausschenken darf und nicht nur meine eigenen verwenden, nicht meine eigenen... Daher nicht meine eigenen verwendeten Rezepte nicht verwenden darf. Haha. Zum Glück kenne ich jemanden, der jemanden kennt, der die Verschlüsselung ihrer geschützten Brau-Holobänder geknackt hat. Diesen Code haben wir erstmal in Subroutine integriert. Wenn Gwinnetts Anwälte in der Sache Wind bekommen, wird es riskant. Aber hoffentlich ist das nur eine Übergangslösung, bis wir die Produktion starten oder gemeinsam mit ihnen was auf die Beine stellen. Gesicht. West geht mir langsam auf die Nerven. Erst waren es die Rezepte, jetzt sieht der Saufkumpan angeblich zu unpersönlich aus. Unpersönlich? Was für ein großspuriger Penner. Ich habe ihm gesagt, dass wegen des Braubehälters kein Platz mehr für die Servos ist, die man zum Symbolieren eines Gesichts braucht. Und dieser Idiot hat gefragt, ob ich nicht einfach Anzeigen als Ersatz für Augen verwenden kann. Ich werde ihn einfach während der Vorstellungspause am Freitag ans Theater ausliefern. Damit muss er dann klarkommen. Auslieferung. Ihm zum Rexford zu bringen, könnte schwierig werden. Das Chassis verträgt ganz schön was, aber die Beinservos dieser Protektrons sind ziemlich langsam. Vielleicht sollte ich mir lieber einen LKW leihen. Ich verstecke das Bootpasswort hier im Keller, bis mit der Auslieferung alles klar ist. Hey, bist du noch da? Ich sehe hier drin so gut wie gar nichts. Verdammte Scheiße, es ist hier hell! Ja, ja. Ich wette, das Passwort ist hier irgendwo, aber... Den Code kann ich nicht knacken. Ich bin mir dessen ziemlich bewusst, dass ich gewinnen kann. Oh. Was ist denn hier? Ja, hier ist zumindest gar nichts. Ja. Okay, ich muss dieses Passwort finden. Scheiße, was war das? Weiß ich nicht. Vielleicht der Gegner, dein Tod. Komm schon her, du Wichser! Ich darf das Video sonst nicht mehr monetarisieren. Darf ich sowieso nicht. Ich habe ja mein, ich sag mal, in Anführungszeichen. Das Gef. Mensch. In Anführungszeichen mein, Exklusivvertrag mit Bethesda, den habe ich damals bei. Echt? Ich weiß nicht, wie du da drauf kommst. Den habe ich damals vor Skyrim abgeschlossen und der besagt halt, ich darf die Videos nicht monetarisieren. Aber Bethesda wird nie Urheberrechtsansprüche auf meine Videos stellen. Habe ich eine Granate? Jo. Na. Komm schon. Kannst du mal sterben? Gib einfach auf, Nö. So. Achso. Okay, Gleisbolzen, ein Psycho. Sonst aber nichts wirklich Interessantes. Süßkuchen, sind wir hier in Skyrim gelandet oder was? Oh.
Generator. Aha. Golduhr. Schon Rolex. Terpentin. Machete, nein, ich will eigentlich hier ran. Aber hier ist auch nichts weiter, wie ich, hier war ich doch schon, glaube ich, oder? Ja. Zumindest kommt man ein bisschen weiter. Aber hier ist auch nichts. Ein paar Sachen. Haben Supermutanten den Ort hier eingerichtet? Ja. Vermutlich. Piper, vermutlich. Ich nehme gerade alles mit, weil ich ja. Was war das? Ja. Man sollte auch mal treffen können. Weil ich ja nach dieser Quest eh wieder in die Stadt gehe, beziehungsweise ins. Ja. Ins. In antiker Globus. Ja, richtig. In die Burg. Bringt mir aber alles nichts. Weil ich dieses Passwort nicht habe. Ich gehe nochmal in den Keller. Vielleicht habe ich irgendeinen Hinweis überlesen. So, Dichtung. Nein, da stand es nicht drin. Da stand es nicht drin. So. Ich verstecke das Bootpasswort hier im Keller, damit es mit der Auslieferung alles klar ist. Es muss also anscheinend hier sein. Irgendwo. Hier ist doch nichts, das man übersehen könnte. Gucke mal. Klebeband, eine Messinglaterne. Und das Saufkumpan-Passwort. Aha. Schon besser. Protektorensteuerung. Einheiten aktivieren. Unlizenzierte Hardware wurde an Robco-Protektor angeschlossen. Die Garantie ist hiermit erloschen. Der unsachgemäße Umgang mit Protektoren-Einheiten kann verbleiben. Der Schädenverursacher. Jo. Bitte weisen Sie das Personal. Ja, oh, ja. Startsequenz. Unbekannte Hardware entdeckt. Hilf BIOS entdeckt. Schreibe Betriebssubroutinen. Mikrobraugeräte betriebsbereit. Interner Abfüllmechanismus betriebsbereit. Ausgabemechanismus betriebsbereit. Suche Brausubroutinen. Holoband für Gwynnepaid A. Entdeckt. Startsequenz abgeschlossen. Gebe Probe zur Abnahme durch den Techniker aus. Wie würden Sie die bereitgestellte Probe beschreiben? Kalt und erfrischend. Kalt und erfrischend. Weißt du, wie lange ich schon kein kaltes Bier mehr hatte? Sehr gut. Anscheinend sind meine Funktionen
optimal kalibriert, sollen wir mit der Auslieferung an das Hotel Rexford beginnen? Ja. Ja, sicher. Beginne Transfer zum Hotel Rexford. Nett. Und ich muss den jetzt nicht wirklich begleiten, oder? Das Ding läuft doch wie so eine Osche. Ja. Ja. Naja, kriegen wir hin. Was war der denn? So. Wo ist das Hotel Wexford? Wenn ich mir so... Hotel Harbormaster, Hotel... Gwinnett Brauerei, University Point... Aha. Da fällt er. Ja, Piper. Sehr gut. So. Ich denke immer, da wären irgendwelche Scheinwerfer, ne? Aber das ist im Endeffekt nur diese Lampe hier. So. Diese Geräusche beunruhigen immer ein bisschen, würde ich mal so behaupten. Ja. Das wird doch jetzt ewig dauern. Obwohl, gut, Neighbor ist jetzt nicht so ewig weit weg. Ja, das wird vielleicht klappen. Aha, aha. Interessant, interessant. Haben wir hier noch irgendwelche Sachen? Kronkorkenvorrat. Aha. Ist doch nur eine Verwendung für das Zeug geben würde. Es gibt für alles eine Verwendung, keine Sorge, Piper. Alles. Ich finde das schön, dass man auch so in manche Trümmer halt ganz gut rein kann. Was haben wir hier? Es ist ein Lager. Was? Naja. Huch. Wow, 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 wow. Ich hoffe, du wirst sterben. Ja. Gut, dass du so gut zielen kannst. Das ist der Hammer. Na. Da bin ich immer ganz vorne mit dabei. Yucca Cherry. Guck mal. Wow! Okay. Wow, alles noch verstrahlt. Oh.
Wo ist er denn? Ach, da oben. Falsche Waffe. So. Ja, hoffe ich doch. Wow! Hallo! Oh. Ja, ob ich mit oder ohne... ist eigentlich fast egal. So, jetzt schießt! Der letzte Schuss. Geht doch. Eine Wirbelsäule. Interessant. Ich nehme uns diese ganzen Sachen mit, weil wir doch mit Neighbor bzw. zur Burg gehen. Oh Gott, da geht's in den Hub. Also 1000 Sachen, wo man hingehen kann. Das ist schrecklich. Ach, hier ist schon Good Neighbor. Oder? Also wenn hier schon Good Neighbor ist, dann wäre das aber bedrohlich nah am Good Neighbor. Dann. Nuka Cherry. Werbung oder Werk? Das sieht nämlich ein bisschen aus wie Werk. Oh Mann, diese dramatische Musik. Kann man die Treppe hier auch noch hoch? Das finde ich immer so... Ah, das finde ich so toll, dass es solche Sachen gibt, dass man hier noch hoch kann und alles. Aber hier nicht mehr. Ach doch, doch, doch. Ach so. Ach, ach so. Ach, guck mal. Ach, gucke. Was ist das denn? Safe. Kriegen wir safe nicht auf. Na komm. Ist ja nicht so wichtig gerade. Interessant. Interessant, interessant. Doch, doch. Da lohnt sich das auch immer wieder, sowas zu erkunden. So, wo ist er denn? Rechts abgebogen. So, wenn es jetzt noch eine Mod gäbe, dass man in wirklich jedes Gebäude so wie dieses hier rein kann. Ich würde halt gar nicht mehr. Was denn? Sims! Nähern Sie Wachen, Sie keine weiteren Fluchtversuche, Gesetzessprecher. Tschüssi. Ja. Sind da noch mehr? Das ist ja hier schließlich ein Parkhaus. Ich würde aber sagen, wir machen hier eine